Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Manu und ich bin eine Visagistin und Make-up-Artistin in Ausbildung und auf meinem Kanal geht es um ganz viele Make-up-Tricks und hilfreiche Informationen, die euch helfen sollen, damit euer Make-up im Alltag besser werden kann. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein schwarzes Smoky Eye schminken würde. Und ich würde das gerne ausmachen mit so einem Gelb. Ich versuche das Video informativ wie möglich zu halten, damit ihr auch daraus lernen könnt und das auch zu Hause anwenden könnt. Viel Spaß beim Video. So, ich habe mein Gesicht schon gereinigt. Ich werde jetzt mit der Pflege beginnen. Dafür werde ich jetzt eine Hautcreme, eine Augencreme und eine Lippenpflege auftragen. Und dann zoome ich euch ran, weil dann geht es mit den Augen weiter. So, ich beginne jetzt mit einer Lidschattenbase. Das ist die Lidschattenbase von Urban Decay. Und die trage ich zuerst auf meinen Handrücken und dann mit dem Finger auf meine Augen auf. Mit so einem flachen Pinsel gehe ich in so einen Cremeton und trage ihn unter der Augenbraue und in den Innenwinkel auf, sodass sich die Farben drauf besser verblenden können. Nun gehe ich in diesen gelben Ton von einer Jeffree Star Palette. Und das kommt jetzt in meine Lidfalte, weil ich möchte, dass das schwarze Smoky Eye sich in das Gelb verblendet. Ich nehme dafür so einen fluffigeren Pinsel, aber der ist nicht zu groß. Natürlich tupfe ich die Farbe davor ab und schaue am besten etwas runter und verblende die Farbe in meine Lidfalte. Mit dem gelben Ton, also mit der Farbe, die ihr in eure Lidfalte gebt, könnt ihr jetzt schon die Form bestimmen, die ihr haben möchtet. Das heißt, wenn ihr eine runde Form im Außenwinkel haben möchtet, dann versucht die Farbe eher rundlicher auszublenden. Wenn ihr sehr runde Augen habt, dann würde ich keine runde Form wählen, sondern mehr so eine Katzenform, eine langgezogene Form. Das heißt, hier könnt ihr schon in Richtung Augenbraue gehen und dann fällt es euch einfacher im Nachhinein, wenn ihr den schwarzen Lidschatten auftragt, eine Form zu bestimmen. Und ihr merkt, dass sich die Farbe langsam aufbaut. Das heißt, ich gehe in kreisenden Bewegungen in die Lidfalte, verblende alles, was auf dem Pinsel ist und dann nehme ich erst wieder neue Farbe auf, die ich danach nochmal aufbaue, damit die Farbe pigmentiert genug ist, so wie ich sie haben möchte. So, das ist jetzt nun mal der gelbe Lidschatten in der Lidfalte. Natürlich geht es auch ein bisschen weiter drüber und weiter drunter, aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja die weiße Farbe oder diesen Cremeton schon unter der Augenbraue aufgetragen, das heißt, die Farben unter der Augenbraue lassen sich ziemlich gut verblenden und es sind keine harten Kanten vorhanden. Falls doch eine harte Kante vorhanden ist, nehmt euch den flachen Pinsel, den ihr benutzt habt, um diesen Cremeton aufzutragen und verblendet alles, was unter der Augenbraue ist, nochmal mit diesem Ton. Bei mir sind jetzt keine harten Kanten, aber falls doch, dann könnt ihr diesen Trick so anwenden. Ich nehme jetzt einen flachen Pinsel und nehme damit einen schwarzen Lidschatten auf. Ich wähle meinen Pinsel nicht zu groß, also mein flacher Pinsel ist jetzt so groß und ich komme hier ziemlich gut in meine Lidfalte. Nehmt lieber einen kleineren Pinsel als einen zu großen, dann habt ihr mehr Kontrolle über die Farbe, die ihr auftragt. Ich nehme jetzt einen schwarzen Ton und trage den von unten, von der Mitte, ein bisschen rauf bis zur Lidfalte. Und ich arbeite mich jetzt in den Innenwinkel und in den Außenwinkel hin und versuche aber nicht zu weit nach oben zu gehen, weil ihr die Farbe ja nochmal ausblendet. Das heißt, wenn ihr die Farbe ausblendet, zieht ihr das Schwarze noch etwas höher. Das heißt, geht etwas niedriger, als ihr eigentlich haben wollt, weil das Verblenden die Farbe etwas hochziehen wird. Ich habe jetzt meinen schwarzen Lidschatten aufgetragen. Ihr seht, wo ich überall hingegangen bin. Natürlich gehe ich mit der schwarzen Farbe noch etwas höher, aber das mache ich erst später. Das ist mal die Form, die ich habe. Jetzt nehme ich mir nochmal diesen Pinsel, mit der ich diesen gelben Ton aufgetragen habe, um das Ganze auszublenden.
Ich habe keine weitere Farbe aufgenommen, aber ich gehe auch über diesen schwarzen Ton mit dem Pinsel. Und macht euch keine Sorgen, wenn der Schwarzton seine Farbe verliert. Wir werden ihn nochmal aufbauen, aber wir wollen erstmal die Ecken und Kanten verblenden. Wenn ihr das Gefühl habt, es lässt sich nicht so gut verblenden, dann könnt ihr den Gelbton nochmal mit dem Pinsel aufnehmen. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Farbe jetzt ausgeblendet. Das ist mal das erste Resultat. Ich werde dasselbe auf dem anderen Auge machen. Ich habe mit dem Blenderpinsel noch ein bisschen von der gelben Farbe aufgenommen und versucht, den Schwarzton auszublenden. Natürlich dauert das ein bisschen. Schwarze Pigmente oder schwarze Lidschatten sind schwieriger zum Ausblenden. Das ist bei jedem guten schwarzen Ton so. Dasselbe werde ich jetzt am anderen Auge machen. Und macht euch keine Sorgen, wenn der schwarze Lidschatten nicht mehr so schwarz ist wie am Anfang. Wir werden nochmal einen schwarzen Lidschatten auftragen und den nochmal aufbauen, nochmal ausblenden und so weiter, bis ihr euer gewünschtes Ergebnis erzielt habt. Hier könnt ihr noch einmal sehen, wie der Unterschied ist zwischen verblendetem Auge und gerade frisch aufgetragenem Lidschatten. Man sieht, dass das verblendete Auge zwar viel heller ist vom Schwarzton, aber es verblendet sich so viel besser in das Gelb als hier. Hier habe ich es nur aufgetragen und es ist überhaupt nicht smoky. Deswegen blenden wir das jetzt aus und dann sehen wir uns gleich. Ich werde jetzt mit demselben schwarzen flachen Pinsel nochmal schwarzen Lidschatten auftragen und ich werde schauen, dass ich ein bisschen drüber gehe, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch ein bisschen drüber gehen als vorher, aber jetzt auch nicht übertreiben, wenn die ganze Farbe nochmal ausblenden müsst. Und ich klappe die Farbe natürlich wieder ab und gehe wieder in tupfenden Bewegungen auf denselben Platz, wo ich vorher war, also auf dieselbe Stelle. Und ein bisschen höher, aber nur ganz wenig. Das ist jetzt mal der schwarze Ton aufgetragen, ohne ihn nochmal verblendet zu haben. Ich bin ein bisschen höher gegangen, man kann es wahrscheinlich auch sehen. Und natürlich ist dieser Ton viel pigmentierter als hier, weil der ist noch nicht ausgeblendet. Und den Teil werden wir jetzt nochmal ausblenden. Natürlich wird das Pigment wieder nachlassen, aber wir arbeiten uns voran, bis wir zufrieden sind mit der Pigmentierung. Ich gehe jetzt mit einem neuen Pinsel, also das ist jetzt der erste Pinsel, den wir genommen haben. Das ist ein gelber Ton, aber der hat sich schon so sehr mit dem Schwarz vermischt, dass ich jetzt einen neuen Pinsel brauche. Ich nehme mir einen frischen Blenderpinsel und gehe mit gar keinem Produkt drauf und verblende nur. Und wenn ich das Gefühl habe, das Blenden geht nicht mehr so gut, dann nehme ich ein bisschen vom gelben Lidschatten auf und verblende weiter. Der Grund, warum wir nicht sofort extrem viel Pigment auftragen, ist, weil wir das Ganze sonst nicht ausblenden könnten. Und dann hätten wir extrem harte Kanten und das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen sehr schön verblendete Kanten. Wir möchten, dass das stärkste Pigment ganz unten am Wimpernkranz ist und so ausraucht. Also bis zur Augenbraue sollte es so ein schöner Verlauf sein und immer weniger werden. Und um das Ganze zu erzielen, bauen wir uns langsam auf.
Okay, ich bin ziemlich zufrieden mit der Pigmentierung, aber ich habe das Gefühl, beim Gelben ist etwas verloren gegangen, deswegen nehme ich mir jetzt noch so einen leeren Pinsel, gehe mit diesem Pinsel in die gelbe Lidschattenfarbe und verblende sie nochmal drüber, aber auch nur ganz vorsichtig. Ich möchte ja nichts von der Pigmentierung verlieren, ich möchte nur das Gelbe wieder aufbauen. Das ist mal das Resultat. Ich mache dasselbe auf dem anderen Auge. Ich empfehle euch immer, mit den Augen zuerst zu beginnen, gerade bei Smoky Eyes, weil ihr sehr viel verblendet. Ihr habt echt viel Fallout hier und ich habe sogar hier unten ein bisschen Fallout. Also ich empfehle euch immer, mit den Augen zu beginnen. Dann habt ihr das Problem, nachher nicht diesen schwarzen Lidschatten wieder abzubekommen, sondern könnt einfach abwischen. Jetzt bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde jetzt diesen Fallout weggeben. Und zwar nehme ich mir so ein Reinigungstuch und gehe ganz gezielt unter dem Auge. Bei dieser Stelle würde ich generell eher aufpassen, also versucht eher langsam zu wischen. Also nicht, dass ihr euch hier im Innenwinkel alles, was ihr aufgebaut habt, ruiniert, weil wenn ihr das weggemacht habt, dann wird man immer einen Fleck sehen. Also schaut, dass ihr nicht zu viel abmacht. Auch hier im Außenwinkel, also ich gehe hier außen und schaue, dass ich eine relativ gerade Linie habe, aber ich gehe auch nicht zu nah an den Lidschatten, weil wenn ihr zu nah dran geht und zu viel abgenommen habt, dann könnt ihr das nicht wieder rückgängig machen. Und Fehler, die ich auch öfters gesehen habe, ist, dass Leute von oben nach unten wischen. Das würde ich euch nicht empfehlen, immer von unten nach oben. Und wenn ihr hier oben eine Linie habt, dann geht mit einem sauberen Pinsel und verblendet das hier. Und schon bin ich zufrieden. Also ich zoome euch jetzt wieder raus. So, das ist jetzt der Augen-Make-up-Look fürs Erste. Ich mache jetzt weiter mit dem Gesicht und das mache ich jetzt off-cam. Und dann, wenn ich fertig bin mit dem Gesicht, komme ich wieder zurück zu den Augen. So, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt meine Base gemacht. Ich werde heute keinen Highlight auftragen, weil irgendwie habe ich eher unreine Haut und generell ist der Look extrem viel. Ich möchte die Betonung auf den Augen behalten, deswegen lasse ich heute den Highlighter weg. Meine Haut glänzt sowieso, weil der Blush ein bisschen Schimmerpartikel hat, deswegen bin ich komplett matt. Und wir werden jetzt, also ja, Augenbrauen habe ich auch schon auf Cam gemacht. Und ich werde jetzt mit den Augen unten weitermachen, deswegen zoome ich euch wieder an. So, guten Tag. Ich nehme mir so einen kleinen Pinsel, das ist so ein runder Pinsel und mit dem nehme ich die gelbe Farbe auf. Also ihr nehmt euch wieder die Farbe auf, die ihr in eurer Lidfalte reingegeben habt und die tragt ihr jetzt komplett unter den Augen auf und ich werde die Farbe gut abklopfen, dass es nicht runterbröselt. Und mit der Farbe könnt ihr ein bisschen weiter runter gehen. Weil erstens soll es ausgesmokt sein und zweitens kommt noch der schwarze Lidschatten drüber und man soll den gelben Ton nicht komplett verlieren. Und ich gehe auch komplett in den Innenwinkel und verbinde die beiden Stellen zusammen. Hier außen verblende ich diese Stellen ganz gut zusammen, dass es runter ausgeraucht wird. Und dadurch, dass wir gesäubert haben mit einem Tuch, haben wir hier eine schärfere Kante gehabt. Dann habe ich Concealer aufgetragen und jetzt möchte ich, dass es wieder ausgesmoked ist. Deswegen gehe ich mit demselben Pinsel unten und verblende das ganz schön zusammen, dass es halt einheitlich ist und schön verblendet ist und keine harten Kanten zu sehen sind. Ich gehe jetzt mit dem schwarzen Ton mit einem Schrägpinsel an den unteren Wimpernkranz. Der ist nicht komplett dünn, aber er ist dünner als dieser runde Pinsel und den klopfe ich sehr, sehr gut ab, weil schwarze Lidschatten haben sehr viel Fallout und das wollen wir jetzt auf dem fertigen Gesicht nicht. Deswegen schaue ich, dass wenig Pigment auf dem Pinsel ist und ich gehe jetzt in tupfenden Bewegungen ganz nah am Wimpernkranz ran und ich gehe ganz, ganz rein in den Innenwinkel. Außen verbinde ich die zwei Stellen wieder zusammen. Und nun nehme ich mir wieder diesen runden Pinsel und verblende diesen Schwarzton mit dem Gelbton.
Habt nicht zu sehr Angst, dass dieser Schwarzton zu weit nach unten geht, aber es soll jetzt nicht extrem weit runter gehen. Also es soll schon schön ausgeblendet sein. Es ist eh ein Abendlook, nehme ich mal an. Und der kann dramatischer sein. So, mit dem einen Auge bin ich zufrieden. Man sieht einen extremen Unterschied, wenn ich hier unten das Schwarz auftrage. Ich werde mir jetzt die Wimpern tuschen mit der Lash Sensational Mascara von L'Oreal. So, das sind jetzt mal die Wimpern getuscht. Eventuell trage ich mir noch falsche Wimpern auf. Das mache ich ganz am Ende. Wenn es gut läuft, dann ist es im Video drinnen. Wenn nicht, dann ist es nicht gut gelaufen. Ich trage mir jetzt erstmal Lip Liner auf, dann Lippenstift und dann, wenn noch eine Szene kommt, dann ist es mit den falschen Wimpern gut gelaufen. Wenn nicht, dann ist es nicht so gut gelaufen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, falls es nicht so gut läuft. Ich hoffe, ihr konntet jetzt etwas lernen aus diesen Videos. Ich versuche diese Videos so extrem ungeschnitten zu lassen, wie es nur geht, damit ihr wisst, dass es doch eine Zeit lang dauert, bis man das Ganze verblendet hat und dass es nicht von einer Minute auf die andere geht. Und wenn ihr mehr Tipps haben wollt, dann abonniert den Kanal. Okay, Leute, jetzt eine Wimpe aufgetragen und so eine Seite. Und es ist echt gut gelaufen eigentlich, dafür, dass es das erste Mal in mir selber ist. Aber die Kamera ist ausgegangen, deswegen hoffe ich einfach, dass die zweite Seite gut läuft, genauso wie die andere. Es fühlt sich so komisch an. Ich biege gerade die Wimper, weil das sind halt echt billige Lashes. Und ich gehe immer so mit dem Kleber hier durch. Also immer ist gut gesagt, ich habe jetzt nicht so oft Lashes aufgetragen. Das ist halt das erste Mal in mir selber. Und an den Enden bin ich schon sehr großzügig, weil da ist es halt, wo die Lashes zuerst abfallen irgendwie. Und nun lasse ich das 20 Sekunden lang trocknen. Okay, ich habe die Wimper von der Mitte aufgenommen mit der Pinzette und trage sie auch von der Mitte auf. Aber ich muss schauen, dass meine Wimper nicht im Weg sind. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Das Gute ist, die Wimpern berühren meine Lid nicht. Fast nicht. Oh mein Gott. Ich bin überwältigt. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Augen beeinträchtigt sind oder nicht. Oh mein Gott. Ich muss mich nur ans Blinzeln gewöhnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich genauso viel sehe wie vorher. Es fühlt sich halt an, als hätte man was oben. Ich glaube, rechts ist besser gelungen als links. Also diese Seite ist besser. Okay, ich lasse es jetzt so. Irgendwie ein Fan davon, aber irgendwie nicht. Es ist so, es kann den ganzen Look zerstören, aber irgendwie kann es auch alles wieder retten. Okay, Leute, ich lasse es jetzt. Ich zoome wieder mal raus. So, ich habe jetzt meine falschen Wimpern drauf. Sie kleben. Ob sie sich gut anfühlen? Nein. Aber ich finde es echt interessant. Ich glaube, das muss ich halt echt noch üben und mich daran gewöhnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist im Innenwinkel voll schwer. Und wenn ich die Augen zumache, merke ich gerade, spürt man die, so diese Bändchen im Innenwinkel. Die stechen auch so richtig rein. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, ich poste das Foto ohne Wimpern. Einfach weil man dann mehr sieht von der ganzen Arbeit, die ich gemacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. ich fand es echt interessant, dieses Video zu drehen. Ich finde Smoky Eyes voll cool. Ja, ich finde mein Gesichts-Make-up ist ganz gut gelungen, auch wenn das nicht Teil des Videos war. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!